die Ehe mit Fortuna neu zu beleben, gab es das große Stühlerücken in der Abwehr. Rudi Vojtovic brachte Christian Beek. Der Manndecker war ja letzte Woche von Hansa Rostock gekommen. Und auch zwischen den Pfosten stand ein neuer Mann. Frank Juric, australischer Juniorennationaltorwart, erhielt den Vorzug vor Thorsten Walter. Der Grund ganz einfach, Düsseldorf hat in dieser Saison noch nicht zu Null gespielt. Das wussten natürlich auch die Fürther. Kerber mit Verlängerung und Frank Thür. Frank Juric mit seiner ersten Tat. Die Fürther, sie begannen offensiv wie noch nie. Thür und Kerber in der Spitze, dahinter Aduobe und Asusi. Und da kommt er, Asusi, im Zweikampf mit Niestroy. Sieht unspektakulär aus, war es aber nicht. Niestroy, wir werden es gleich sehen, kommt zu spät, spielt nicht den Ball, man hätte durchaus Elfmeter geben können. Bei Fortuna fehlte der beste Mann der letzten Wochen. Igor Dobrowolski hatte Torenprobleme und sein Fehlen merkte man an allen Ecken und Kanten. Sie bekamen den Ball einfach nicht weg, kontrolliertes Spiel nach vorne, Fehlanzeige. Weigel, guter Pass auf Asusi, der nicht im Abseits, aber mit viel, viel Raum. Und wieder Frank Thür. Thür hatte die Fürther im letzten Jahr mit 25 Toren zum Aufstieg geschossen. Heute wollte er mit Macht den ersten Zweitligatreffer der Saison. Und Frank Juric zeigt, dass er eine echte Verstärkung für Düsseldorf werden kann. Immer dasselbe Bild. Spielrichtung nur links nach rechts. Aduobe auf Frank Thür, der extrem engagiert. Kartemann viel zu zögerlich und von hinten rauscht Dieter Probst heran. Nun stürmte auch die Defensivabteilung. Aber nach wie vor, auch nach einer halben Stunde, 0:0. Wunder über Wunder, Düsseldorf in der Hälfte der Spielvereinigung. Junger Muhani mit Einsatz und Übersicht. Rodrigo, ein Brasilianer, der aus Polen kam, von LKS Lodz. Es blieb die einzige Torchance für Düsseldorf in Halbzeit 1. Die Leistung nicht gerade stimmungsfördernd für Sportdirektor Frank Mill. Überraschend auf der Tribüne auch Andreas Köpke. Er zog das Playmobil-Stadion der Begegnung zweier Ex-Vereine Frankfurt gegen Nürnberg vor. Nach der Pause Düsseldorf zwar nicht wie verwandelt, aber bedeutend aggressiver. Junger Muhani im Zweikampf, da kommt Boccian. Welch ein Knaller, der Fehler von Probst, Riedpietsch staubt ab, das 1:0 für Düsseldorf. Nicht verdient, aber dafür umso wichtiger. Der erste Saisontreffer für Mike Riedpietsch. Der Schuss von Boccian, der spielte zwar auf der linken Seite, ist aber ein Rechtsfuß. Und das tat ihm gut in dieser Szene. Und dann der Blackout von Dieter Probst. Es war im dritten Heimspiel der erste Gegentreffer für die Fürther. Und die waren nun etwas von der Rolle. Schauen Sie hier mal Max Eberl an. Ein Riesenbock von ihm. Rodrigo schaltet schnell, schickt Junger Muhani, der nicht im Abseits. Das muss es doch sein. Reichhold dazwischen. Und auch Jankula bringt es nicht fertig. Die Riesenchance zum 0:2 kläglich vergeben. Gut einer Stunde fing sich die Spielvereinigung wieder. Foul von Unger an Aduobe. Freistoß schnell ausgeführt, aber der Ball ruhte noch nicht. Eigentlich nicht korrekt. Dieter Probst. Toller Heber auf Alexander Dürr. Der Ausgleich. Der Joker stach Alexander Dürr, war zur Pause für Milan Kerber gekommen. Und Probst hatte mit seinem Pass den Fehler zum 0:1 wieder gut gemacht. Unverständlich, wie Düsseldorf in der Folge die Abwehr lockerte. Der überragende Asusi schickt Alexander Dürr. Christian Beek hatte ihn laufen lassen und Frank Juric fährt Dürr in die Parade. Die beiden Neuen maßgeblich beteiligt. Glück für Juric, nur gelb. Eigentlich eine Notbremse. Es hätte rot geben müssen. Der Elfmeter, eine Sache für Frank Thür. Er wollte sein erstes Saisontor und er bekam es auch. Innerhalb von 5 Spielminuten hatte Fürth die Sache rumgedreht. Die Fortuna warf nun alles nach vorne. Der eingewechselte Tare und Jankula. Weigel rettet auf der Linie.
Und dann läuft bereits die Nachspielzeit. Düsseldorf mit verzweifelten Bemühungen. Jankula gewinnt den Kopfball gegen Ebal. Und das ist Tare. Ikli Tare, der albanische Nationalspieler, zum fünften Mal in der Saison eingewechselt. Er rettet Düsseldorf doch noch den einen Zähler. Es war der furiose Schlusspunkt einer packenden zweiten Halbzeit. Unhaltbar für Reichhold, ärgerlich für die Fürther. Also wenn man so spät noch den Ausgleichstreffer kriegt, dann ist es schon eine Art Niederlage von seinen zwei Punkten. Heute wieder verschenkt wie letzte Woche gegen Fortuna. Und ich denke, wir haben über weite Strecken das Spiel gemacht. Wir haben die klaren Chancen gehabt, wir haben noch super Konterchancen gehabt. Aber es hat natürlich nicht sollen sein. Wir haben dann so ein Ding reingekickt. Super Schuss von dem Tara, aber ist schon sehr unglücklich. Und